So, hi zu einem neuen Video von App Labs Tester. Heute zeige ich euch vier Games, die waren oder sind noch kostenlos, bis auf Tiki Totems 2. Ich zeige euch mal jetzt Skill Game. Ob es noch zu dem Zeitpunkt kostenlos ist, weiß ich nicht. Ihr könnt mir auf Twitter folgen, da poste ich immer wieder kostenlose Spiele. So. Gut. Ich möchte gern von Anfang an. Na gut, geht jetzt nicht. Ich zeige es euch einfach mal. Ist eigentlich total simpel. Es ist auch ein unendliches Spiel. Man sieht hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und man muss die Punkte ganz einfach verbinden. Man klickt jetzt auf 1. Was mit? Ah, man darf auf jeden Fall nicht nach außen kommen. Da links sehen wir dann, oben links sehen wir so eine Zoom. Da kann man präzise arbeiten. Das zeigt so eine leichte schwarze Linie, wo wir hin müssen. Jetzt müssen wir auf die 3. Auf die 4, 5 und auf die 6. Was diese 3,5 heißen, das habe ich noch nicht ganz herausgefunden. Ich meine, es wäre die Schwierigkeit, aber bin ich mir nicht sicher. Ja, man muss auf jeden Fall versuchen, die Zahlen zu verbinden, ohne dass man etwas anderes berührt oder dass man zu früh loslässt. Man darf auch nicht die Linie überkreuzen. Später wird es natürlich anspruchsvoller und interessanter, sage ich jetzt mal. Dann Tiki Totems. Wer den 1er nicht kennt, sollte man den 1er erstmal durchzocken. Es gibt auch einen Valentinstag-App von Tiki Totems. Die ist kostenlos mit ein paar Levels, falls ihr keinen Bock habt, Geld dafür auszugeben. Ich meine, es kostet 79 Cent. Kann man direkt loslegen. Ist zur Vorgängerversion, ich sag mal, einen Tick besser, weil da mehrere Funktionen gibt. Das heißt, noch mehr Spiele. Ich denke mal, die meisten kennen es von euch. Da gibt es jetzt Love, Classic und Prologue sowie Alter. Und Love sind jetzt, das kennen vielleicht nicht viele, da sind nämlich jetzt zwei Totems, ein Weibchen und ein Männchen, die müssen irgendwie zusammenfinden. Und zapp, die finden zusammen. Sobald die sich berühren, ist es geschafft. Classic ist normal, Prologue ist, glaube ich, nur so eine Einführung. Und Alter, das sind, glaube ich, ist genau, man muss versuchen, diesen Totem halt in diesem Viereck, also in diesen, wie sage ich dazu, in diesen Ding reinbringen. Mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen, diese kleinen Viecher kann man kaputt drücken, sage ich jetzt mal. Dann gibt es Ski Jump 2011, das war mal für eine Zeit lang kostenlos, kostet mittlerweile wieder Geld. Im Moment ist ja noch die Skispringsaison, die ich nicht unbedingt fleißig mitverfolgt, aber ich schaue mir hin und wieder die Ergebnisse auf mein iPhone an, da mich Skispringen doch schon interessiert. Interessantes Spiel, macht auch riesen Spaß, ist meiner Meinung nach das beste Skijumping-Spiel hier. Man kann direkt Quickjump oder wir gehen auf Spielen und dann können wir den Weltcup-Saison beginnen. Dann die Vier-Schanzentournee. Ich meine, es wäre die Vier-Schanzentournee. Dann gibt es hier noch Ski Jumping Cup und Multiplayer. Multiplayer ist aber nicht über Internet, sondern man muss das iPhone dem anderen in die Hand drücken. Wir können dann direkt Weltcup, dann können wir unser eigenes Profil erstellen, aus welchem Land, in welcher Farbe, glaube ich noch, da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Und ja, dann kann man ein bisschen trainieren und Kalender anschauen, was auch ziemlich geil ist, finde ich jetzt. Wo waren das? Wenn wir spielen gehen. Kalender, ich glaube, da kann man die. Irgendwo kann man hier noch die echten Ergebnisse anschauen. Vom letzten Springen, weiß ich jetzt gerade nicht wo. Ich zeige euch mal eben, wie es funktioniert. Ich bin im Moment auf Weltcup Platz Nummer 2. Jetzt sind wir in Harakov. Skifliegen. Wir müssen natürlich oben rechts gucken, dass der Pfeil grün wird. Damit wir auch schön weit springen. Damit wir von vorne Wind bekommen, beziehungsweise von unten. Jetzt müssen wir im richtigen Moment tippen, damit der grüne Kreis und den grünen Pfeil ist. Jetzt müssen wir tippen, 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 dass es dauernd in der Mitte bleibt. Und bei der Landung müsst ihr aufpassen. Ach, so, das war eigentlich ganz gut. 213 Meter, die Punktewertung unten. Rechts sehen wir nochmal, wie wir getippt haben, ob es gut war oder nicht so gut. Erster Platz. Ja, so funktioniert es dann die ganze Zeit. Ich will mich kurz halten, wenn es geht. Und dann gibt es Kickoff, das erinnert an
Rugby oder was ich schon mal präsentiert habe. Das ist so, sag mal, die neuere Version. Das nennt sich hier Flick Kick Field Goal Kickoff. Gehen wir direkt auf Play. Und das ähnelt Paper Toss sehr. Können wir Practice, Sudden Death und Präzision. Präzision ist neu, Sudden Death kennen vielleicht einige noch von dem vorherigen. Sudden Death. Präzision. Das ist so, dass man jetzt 20 mal, ich sag mal, jetzt kicken darf. Und dann müsste man natürlich oft treffen, damit die Präzision einen hohen Prozentanteil hat. Wir sehen auch Wind und die Distanz. Ist ganz einfach so. Und je weiter, also je näher wir die Mitte treffen, desto mehr Prozent gibt es, also 100. Das war jetzt nur gut. Natürlich müssen wir den Wind mit einkalkulieren, damit wir zum Beispiel ein bisschen weiter nach links ziehen, damit unser Football nicht nach außen fliegt. Ja, sonst gibt es eigentlich zu diesem Game nichts Großartiges zu sagen, das heißt perfekt. Mein Rekord war bisher 46. Und ja, es ist kostenlos im App Store. Alle Spiele, also gut, Ski Jumping kostet wieder Geld, Skill Games könnte Geld wieder kosten, ich weiß es nicht, müsst ihr schauen. Auf jeden Fall ist Kickoff kostenlos. Das war's auch. Ich hoffe, ich konnte mich kurz fassen. Ich habe immerhin auch gleich mal, wenn es geht, 4 Spiele gezeigt. Ich würde mich über ein Abo freuen. 600 Marke knacken wir vielleicht noch. Dann gibt es ein Giveaway. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal.